Hallo, ich mache heute am Ostersonntag etwas asiatisch, leicht italienisch und kreativ à la Daniel. Also zum Nachmachen empfohlen, aber auch ihr könnt andere Varianten versuchen, wenn ihr es nachmacht. Ja, wie fangen wir denn an? Eigentlich mit Schnippeln und alles schneiden, aber habe ich schon gemacht. Ich denke, ich brauche euch nicht zu zeigen, wie man alles schneidet, was reinkommt. Aber jetzt geht's los. Für eine Soße verwende ich immer Butter, also kein Öl. Butter bindet und fördert den Geschmack und tut auch Vitamine, besonders beim Gemüse, auch hervorheben. Wir haben zu Hause immer gesagt, die gute Butter. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen Butter. Dann kommen rein Zwiebeln und dann etwas Schinken. Wir machen keinen Carbonara mehr hin. Eine Knoblauchzehe. Eine Knoblauchzehe. Beim Braten nicht immer zu stark, also nicht zu heiß machen. Einfach mittelheiß, vielleicht nicht wie. Zu heiß, das ist nicht gut. Zwei kleine Tomatchen. Das macht Spaß. Das ist wie Chemieunterricht oder Physik. Nein, Physik nicht, aber Chemie. Wir tun hier Dinge zusammenfügen und daraus entsteht etwas anderes. Ein bisschen Tomatenmark. Mädchen erwarten. So, ich habe Käse, kommt da herein. Ich habe einen Hartkäse gekauft, muss nicht immer Parmesan sein, aber es sollte ein Hartkäse sein, der Geschmack hat. Es gibt auch Hartkäse oder Weichkäse, die haben keinen Geschmack. Die schmecken einfach nach, weiß nicht was. Aber wenn ihr einen Hartkäse kauft, der euch schmeckt und der ein
würzig ist, also der auch, dann könnt ihr ihn nehmen, egal welchen. Die Italiener schwören immer auf ihr Parmesan, aber das ist auch gut und richtig. Aber man kann auch. Ein Schweizer Hackkäse, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Da müsste ich mal in die Schweiz anrufen und fragen. So, mal langsam überlegen. Die lösche ich ab mit Sahne. Sahne kommt auch rein. Ich weiß was. Mit Orangensaft. Orangensaft. Ich habe hier einen Dip, habe ich zufällig gekauft für Chips, ein Hot Cheese Dip. Ist alles live hier, ha? Ich hab's geschafft. Ich mache in Soße nie Mehl rein oder Stärke. Nie. Habe ich einen Kräuterkäse, egal welchen. Fallen mir hier Sachen runter. Kommt gleich wieder. Ein Esslöffel. Jetzt können wir anfangen zu rühren. Habt ihr vergessen? Mache ich schnell rein. Dann ab und zu. Dip könnt ihr kaufen. Habe ich zufällig gesehen. Wie ihr wollt, wo ihr wollt. Und vom Dip immer etwas reinmachen. Also nicht das Ganze. Mache ich 2 Teelöffel. Das reicht. Bisschen Hartkäse. Selber gerieben. Ich würde Käse, wenn ihr Zeit habt, immer selber reiben. Also als Hartkäse kaufen und dann reiben. Und nicht gerieben kaufen. Die schmecken auch irgendwie nach nichts. Irgendwie schmecken die nach nichts. Schaut mal, wie fast perfekt das wird. Vielleicht noch ein bisschen Sahne, aber nicht so viel.
Habe ich hier ein Eigelb, da habe ich schon Petersilie drin. Einfach das sparen für den Tisch, damit ich nicht alles auf dem Tisch habe. Petersilie ist getrocknet. Ich nehme nicht frischen, weil der hält nicht so lange bei mir. Ich koche nicht jeden Tag. Also ein Eigelb mit Petersilie. Teelöffel brauner Zucker. Pfeffer. Salz. Ein bisschen Chili. So, jetzt habe ich hier durcheinander. Teller. So, wo bleibt jetzt das asiatische, das sind die Nudeln. Frag mich nicht, wie die heißen. Ist es noch warm? Kann auch Reis dazu. Oder Kartoffeln. Was ihr wollt. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir immer von allem ein bisschen rein. Weil die Regel ist, wenn du ein bisschen reinmachst, kannst du dir noch was reinmachen, wenn was rein soll. Aber wenn du so viel reinmachst von irgendeiner Sache, dann ist es schwierig, das wieder in Balance zu bringen. Siehst du, jetzt haben wir eine tolle Käsesoße. Mal aus. Wenn er den Dip nicht hat, macht das auch nichts. Den Käse-Dip. Probier ich mal auf. Boah, das schmeckt sehr gut. So, jetzt blamiere ich mir nicht hier. Jetzt nehme ich einen Löffel. Ich sage euch was, ihr müsst mal alle zu mir kommen. Und dann müsst ihr das mal hier essen. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Soßen immer ohne Stärke machen und ohne Mehl. Die eine Regel, die andere mit Butter, wenn man Soßen macht. Und dann immer klein anfangen und großartig enden im Geschmack. Note 1, 1 plus, ich habe mal 1 mit 3 Sternen gekriegt, ein paar Mal in der Schule. Naja, aber 1 plus hier. Also zum Nachmachen empfohlen oder so ähnlich. Ihr könnt es auch ähnlich machen. Und wichtig ist auch der Hartkäse eben.
mit Geschmack. Und meiner war ein Schweizer. Kann auch ein italienischer sein. Deutsche gibt es auch gute Hartkäse. Und französische. Und die anderen irisch. Cheddar. Also wunderbar. Man kann auch zwei Käsesorten reinmachen. Aber man sollte nicht übertreiben. Also zum Nachmachen empfohlen. Schmeckt super lecker. Heute am Ostersonntag 2020. Und Klein Daniel sagt: Tschüss, bis zum nächsten Mal.